Auf diesem und dem nächsten Videoband demonstrieren die 9- bis 12-Jährigen in 2x24 Lektionen das Aufbautraining. Das Haupttrainingsziel ist, alle möglichen Fußballtechniken so perfekt wie möglich zu lernen und sich in Parteispielen am Ball zu behaupten und durchzusetzen. In dieser ersten Trainingslektion geben Sie eine kurze Übersicht der Trainingsformen, die vom Trainer benutzt werden, um das Ziel zu erreichen. Hier üben Sie einige doppelte Bewegungen mit dem Ball, die Sie gebrauchen, wenn der Gegner nach der ersten Bewegung schnell wieder in Balance ist. Mittels einer zweiten Bewegung wird er dann wieder auf den falschen Fuß gesetzt, wonach der Ball in die ursprüngliche Richtung mitgenommen wird. Hier schicken Sie den Gegner, der sich auf der rechten Seite befindet, nachdem Sie den Ball mit der Fußsohle abgestoppt haben, mittels einer zweiten Bewegung in die falsche Richtung. Danach nehmen Sie den Ball mit in die ursprüngliche Richtung. In allen möglichen 1-gegen-1 Situationen, egal ob der Gegner sich nun frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, perfektionieren Sie 4 erfolgreiche Bewegungen und einige doppelte Bewegungen. Viele davon haben Sie schon während des Basistrainings geübt und auch schon einige beim Fummeln verwendet. Während des ganzen Aufbautrainings wird die 1-gegen-1 Situation ständig verbessert, bis sich jeder in den vielen und vielseitigen kleinen Spielsituationen am Ball behaupten und durchsetzen kann. Auch die Pass- und Schusstechnik wird während dieses Aufbautrainings bis zur Perfektion vielseitig und effektiv geübt, bis jeder, so wie das die besten Spieler können, den Ball ohne Mühe dorthin bringt, wo er ihn hinhaben möchte. Dies wird hier schon von den Jugendlichen demonstriert. Auch während des Aufbautrainings wird meistens mit 2 Bällen geübt. Dadurch müssen Sie nicht nur so viel wie möglich über den Ball sehen, um die Situation zu erkennen, auch Ihr Kombinationsvermögen wird verbessert. Neben allen Formen der Pass- und Schusstechnik wird vor allem der Heber über einen oder mehrere Gegner geübt. Diese Übungsformen sind sehr dafür geeignet im Wechsel mit mehr intensiven Übungen. Auch während des Aufbautrainings wird Ihr Ballgefühl ständig verbessert. Je mehr Ballgefühl, umso besser werden Sie in dieser wichtigen Technik. So wie diese 9- bis 12-Jährigen dies hier fast perfekt demonstrieren. Auch während des Aufbautrainings steht eine optimale individuelle Ausbildung im Vordergrund. Hier üben Sie zusammen mit der Passtechnik das Umspielen vom Gegner und das An- und Mitnehmen des Balles mit allen dafür geeigneten Körperteilen. Viele Dutzend dieser Übungsformen werden während dieses Aufbautrainings geübt, um alle Fußballtechniken so perfekt wie möglich zu beherrschen. Wenn man das Basistraining durchlaufen hat, ist diese Altersperiode ideal für die technische Perfektion und es ist unglaublich zu sehen, wie diese 9- bis 12-Jährigen während dieses Aufbautrainings mit ihrer Fantasie und ihrem Vorstellungsvermögen immer mehr spontane und unerwartete Manöver ausführen. Für jeden Fußballliebhaber ist es ein Leckerbissen zu sehen, wie sich diese Jugendlichen von ganzem Herzen austoben und entfalten. Fast nie braucht der Trainer sie zu stimulieren oder anzufeuern. Im Gegenteil, mit immer mehr Enthusiasmus, Begeisterung und Hingabe üben und vor allem spielen sie Fußball. Die ständigen kleinen Erfolgserlebnisse sind dafür die beste Motivation. Nur der Erfolg am Ball geht Hand in Hand mit der Freude, Begeisterung und Hingabe, mit der sie üben und spielen. Während dieses Aufbautrainings fordert der Trainer nicht nur technische Perfektion und sich behaupten und durchsetzen in kleinen Spielsituationen, auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung wird während des Aufbautrainings immer mehr stimuliert und gefördert. Bewusstseinsformung und Persönlichkeitsentwicklung sind enorm wichtige Elemente während dieser ganzen Ausbildung zum attraktiven, technischen und kreativen Fußballspieler hin. Die unglaubliche technische und kreative Entwicklung von diesen 9- bis 12-Jährigen hat auch den Trainer begeistert und inspiriert, dieses Programm so attraktiv und effektiv wie möglich immer weiter zu entwickeln. Hier üben 2 Dreiergruppen die 1-gegen-1 Situation, wobei eine Mannschaft in Ballbesitz in der Länge und die andere in der Breite den Gegner zu umspielen versucht. Das Dominieren in den vielseitigen 1-gegen-1 Situationen ist mit großem Abstand die wichtigste und am meisten benutzte Technik, welche ein Fußballspieler braucht, um sich auch auf engem Raum unter Druck und am Ball zu behaupten und eine bessere Möglichkeit zu kreieren. Wer hierzu in der Lage ist, kann überall auf dem Spielfeld die Situation lösen. Nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei den Senioren kann die 1-gegen-1 Situation nie genug trainiert werden. Das ist absolut die einzige Möglichkeit, um das viele unpersönliche Zurück- und Querspielen, was leider auch in Topspielen mehr und mehr zu sehen ist, endgültig zu verbannen.
In dieser Lektion perfektionieren Sie jedes Mal 4 erfolgreiche Bewegungen, die unentbehrlich sind beim Abschirmen, Freispielen und Mitnehmen des Balles in die entgegengesetzte Richtung, wenn ein Gegner von der rechten oder linken Seite kommt, den Durchbruch mit dem Ball verhindert. Wenn ein Gegner von der linken Seite kommt, wie es hier der Fall ist, benutzen Sie oft das Zurückspielen des Balles mit der Innenseite hinter dem Standbein entlang, wonach er in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen wird. Die zweite Bewegung, die Sie hierbei benutzen können, ist das Abstoppen des Balles mit der Fußsohle, wobei der Körper den Ball beim Mitnehmen in die andere Richtung völlig abschirmt. Die dritte der erfolgreichen Bewegungen, wenn ein Gegner von der linken Seite kommend angreift, ist das Kappen des Balles mit der Außenseite des Fußes, wonach der Ball mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitgenommen wird. Die vierte Bewegung, die Sie hier gebrauchen können, ist der Übersteiger von außen nach innen mit dem rechten Fuß. Während der Körper den Ball abschirmt, wird er mit der Innenseite des linken Fußes in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen. Das Kappen des Balles mit dem rechten Fuß ist die erste der 4 erfolgreichsten Bewegungen, welche Sie benutzen können, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt, den Durchbruch verhindert. Ein Linksfüßler macht dies selbstverständlich mit der Außenseite des Fußes. Das Unerreichbarmachen des Balles mit dem Körper mittels des Abstoppens mit dem linken Fuß ist die zweite Bewegung, die Sie benutzen können, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt. Danach wird der Ball schnell in die andere Richtung mitgenommen. Der Übersteiger mit dem linken Fuß von außen nach innen und das Mitnehmen mit der Innenseite des rechten Fußes ist die dritte erfolgreiche Bewegung, die Sie benutzen können. Das Zurückdrehen des Balles mit der Fußsohle und das Mitnehmen in die andere Richtung ist schließlich die vierte Bewegung, wenn ein Gegner von der rechten Seite kommt, den Durchbruch verhindern will. Dabei ist zu sehen, wie bei allen Bewegungen, dass der Körper den Ball bei der Ausführung der Bewegung und beim schnellen Mitnehmen in die entgegengesetzte Richtung jedes Mal völlig abschirmt. Wenn ein Gegner, der sich auf der linken oder rechten Seite befindet, den Ballbesitz zu kommen versucht, benutzen Sie bei der Richtungsänderung in die entgegengesetzte Richtung auf der einen Seite die Bewegung, die Sie benutzt haben, als der Gegner von links kam, und auf der anderen Seite eine der 4 Bewegungen, als der Gegner von rechts kam. Jetzt ändern Sie die Richtung, indem Sie abwechselnd links und rechts über den Ball steigen, wobei auch hier der Ball außer Reichweite des Gegners bleibt. Bei der Anwendung des Abstoppens des Balles mit der Fußsohle kann der Ball sowohl mit demselben als auch mit dem anderen Fuß in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen werden. Wichtig ist, dass der Ball immerzu bei der Ausführung der Bewegung abgeschirmt wird. Hier drehen Sie den Ball mit der Fußsohle zurück in die entgegengesetzte Richtung, wenn der Gegner sich auf der rechten Seite befindet. Wenn der Gegner sich auf der linken Seite befindet, ziehen Sie den Ball mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang zurück. Jetzt haben Sie, wenn der Gegner von der rechten oder von der linken Seite angreift oder den Durchbruch verhindern will, 4 Bewegungen zur Verfügung. Diese Bewegungen werden oft und vielseitig wiederholt. Wenn der Gegner bei der Ausführung der ersten Bewegung schnell reagiert, kann er mittels einer schnell ausgeführten zweiten Bewegung ausgespielt werden. Der Gegner, der sich hier auf der rechten Seite befindet, wird, nachdem der Spieler im Ballbesitz den Ball mit der Fußsohle abgestoppt hat, mittels eines Übersteigers von außen nach innen in die andere Richtung geschickt. Die zweite Doppelbewegung, welche Sie benutzen können, ist die folgende. Nach dem Abstoppen des Balles tun Sie, als ob Sie ihn mit der Außenseite des Fußes wieder mit zurücknehmen. Anstattdessen machen Sie einen Schritt hinter den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des anderen Fußes mit in die ursprüngliche Richtung. Das Abstoppen des Balles und den Gegner mittels eines Übersteigers von innen nach außen in die falsche Richtung schicken, ist die erste der 2 Bewegungen, die Sie benutzen können, wenn der Gegner sich auf der linken Seite befindet. Die zweite Bewegung, die Sie hierbei benutzen können, ist, nachdem Sie den Ball abgestoppt haben, so zu tun, als ob Sie ihn mit der Außenseite des Fußes wieder zurücknehmen.
Stattdessen machen Sie einen Schritt hinter den Ball und nehmen ihn dann mit der Außenseite des Fußes in die ursprüngliche Richtung mit. Auch wenn Sie anstatt in die entgegengesetzte Richtung an den Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeigehen möchten, bekommen Sie 4 Bewegungen präsentiert. Wenn der Gegner, wie es hier geschieht, von der linken Seite angreift, kappen Sie den Ball frei mit der Innenseite des Fußes. Wenn er von der rechten Seite einen Durchbruch verhindert, passiert dies mit der Außenseite des Fußes. Das Kappen des Balles mit der Innen- oder Außenseite des Fußes ist eine der erfolgreichsten Bewegungen, die vor allem benutzt werden kann, wenn der Gegner im hohen Tempo angreift. Wenn der Gegner weniger schnell angreift, weil der Körper den Ball hierbei völlig abschirmt, vor allem das Wegdrehen mit der Innen- oder Außenseite des Fußes benutzen. Danach wird der Ball jedes Mal in die andere Richtung mitgenommen. Wenn der Gegner wie hier von der linken Seite angreift, wird der Ball mit dem vorderen Teil der Fußsohle hinter das Standbein entlang zurückgespielt. Wenn der Gegner von der rechten Seite kommt, wird der Ball schnell mit der Fußsohle unter dem Körper in die andere Richtung gespielt. Die erfolgreiche und attraktive Bewegung, bei der der Ball hinter dem Standbein zurückgespielt wird, kann sowohl langsam als auch im hohen Tempo erfolgreich ausgeführt werden, weil der Körper auch hier den Ball völlig abschirmt. Die 2 letzten Bewegungen, bei denen Sie den Gegner täuschen, auf der linken oder rechten Seite vorbeizugehen, sind, wenn der Gegner von der linken Seite angreift, das Zurückdrehen des Balles mit der Fußsohle und das schnelle Mitnehmen mit der Innenseite desselben Fußes in die andere Richtung, sowie das Zurückziehen mit der Fußsohle und Mitnehmen mit der Innenseite in die andere Richtung, wenn der Gegner von der rechten Seite angreift. Auch beim Täuschungsmanöver am Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeizugehen, haben Sie 2 Doppelbewegungen zur Verfügung, die Sie benutzen können, wenn der Gegner nach der ersten Bewegung zu schnell reagiert. Mit seiner 2. Bewegung wird der Gegner dann in die falsche Richtung geschickt. Hier holen Sie den Ball mit der Fußsohle zurück, wenn der Gegner auf der linken Seite einen Durchbruch verhindern will. In dem Moment, wo dieser wieder die Balance findet, spielen Sie den Ball mit dem vorderen Teil des Fußes hinter dem Standbein entlang in die ursprüngliche Richtung. In dem Moment, wo der Gegner einen Durchbruch auf der rechten Seite verhindern will, ziehen Sie den Ball mit der Außenseite des Fußes zurück, setzen den Gegner auf den falschen Fuß und nehmen den Ball mit in die ursprüngliche Richtung. Sie üben noch immer dieselbe Doppelbewegung, die Sie auch in Lektion 12b mit einem Gegner direkt seitwärts neben sich benutzt haben und die auch erfolgreich gebraucht werden kann, wenn der Gegner sich im Rücken befindet. Jetzt wird der Ball beim Vorbeigehen auf der rechten Seite mit der Fußsohle vor dem Körper zurückgedreht. Mittels seines Übersteigers von außen nach innen über den Ball wird der Gegner auf den falschen Fuß gestellt und der Ball mit der Außenseite desselben Fußes wieder in die ursprüngliche Richtung mitgenommen. Dieselbe Doppelbewegung kann auch beim Vorbeigehen auf der linken Seite benutzt werden. Bestimmt wird jeder Gegner, ob er sich jetzt frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, in die falsche Richtung geschickt. Die Tatsache, dass auch dieses sehr erfolgreiche Täuschungsmanöver selten oder nie auf dem Fußballplatz zu sehen ist, beweist, dass sie nirgendwo zielbewusst geübt wird. Fünf Spieler aus 2 Dreiergruppen bilden einen Kreis, während der 6. Spieler in der Mitte steht. Die 3. Dreiergruppe sucht mit dem Ball am Fuß einen Gegner, der in dem Moment, wo er angreift, mit einer selbstgewählten Bewegung von dem Ball abgeschirmt wird. Danach suchen sie sich einen neuen Gegner. Die 6 Gegner dürfen über 3 Meter in alle Richtungen der Markierungen angreifen. Danach gehen sie zur Ausgangsposition zurück und warten dort auf den nächsten Spieler, der in ihren Kreis kommt.
In Lektion 13b perfektionieren Sie 4 Bewegungen und einige Doppelbewegungen, die Sie benutzen können, wenn Sie frontal auf einen Gegner zugehen, um dann an ihm auf der linken Seite vorbeizugehen. Auch für das Vorbeigehen auf der rechten Seite bekommen Sie 4 Bewegungen und einige Doppelbewegungen präsentiert. Hier tun die Spieler so, als ob sie den Ball mit der Außenseite des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen machen sie einen Schritt hinter oder über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des rechten Fußes in die andere Richtung mit. Danach gehen sie bei ihrem Gegner auf derselben Seite mittels eines Übersteigers von außen nach innen vorbei und nehmen den Ball mit der Außenseite desselben Fußes mit in die andere Richtung. Auch die 6- bis 9-Jährigen haben diese Übung, vor allem bei den Torschussübungen, schon viele Male probiert. Deshalb wird diese leicht zu erlernende Bewegung in Zukunft öfter auf den Spielfeldern zu sehen sein. Die Spieler machen einen Übersteiger von innen nach außen, über oder um den Ball herum. Aber anstatt ihn mitzunehmen mit der Außenseite des anderen Fußes, was jeder Gegner erwartet, nehmen sie ihn durch eine Bewegung mit der Innenseite des anderen Fußes mit in dieselbe Richtung. Bei der 4. Bewegung, die Sie benutzen beim Vorbeigehen auf der rechten Seite, kappen Sie den Ball mit dem rechten Fuß kurz zurück. Aber anstatt ihn mit der Innenseite des linken Fußes mitzunehmen in dieselbe Richtung, was eigentlich jeder erwartet, nehmen Sie den Ball direkt mit der Innenseite des linken Fußes mit in die andere Richtung. Obwohl diese Bewegungen, Täuschungen und Tricks, mit denen die besten Spieler öfter an einem oder mehreren Gegnern vorbeigehen, die wichtigsten Techniken sind, die auch für die Zuschauer die absoluten Höhepunkte während eines Spiels bilden, ist es merkwürdig, dass man nirgendwo Spieler diese Techniken üben sieht. Die erste der 4 Bewegungen bei dem Vorbeigehen an der linken Seite ist die Schere von innen nach außen, um den Ball, wonach dieser so schnell wie möglich mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen wird. Bei der 2. Bewegung, bei der Sie links am Gegner vorbeigehen, kappen Sie den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes unter den Körper zurück und nehmen ihn mit der Innenseite des linken Fußes mit in dieselbe Richtung. Diese Bewegung ist vor allem erfolgreich, wenn der Gegner schnell angreift. Bei der 3. Bewegung, bei der Sie links am Gegner vorbeigehen, tun Sie so, als ob Sie den Ball mit der Außenseite des rechten Fußes mitnehmen. Stattdessen machen Sie einen Schritt hinter oder über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite des linken Fußes in die andere Richtung mit. Diese Bewegung am Ball ist eine der am leichtesten zu erlernenden Körpertäuschungen. Sie kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite benutzt werden, um einen Gegner auf den falschen Fuß zu setzen. Bei der 4. Bewegung, die Sie beim Vorbeigehen auf der linken Seite gebrauchen können, tun Sie so, als ob Sie den Ball mit dem linken Fuß kappen wollen. Stattdessen nehmen Sie den Ball schnell mit der Innenseite des rechten Fußes in die andere Richtung mit. Die erste der 2 Doppelbewegungen, um am Gegner an der rechten Seite vorbeizugehen, ist der doppelte Schritt hinter dem Ball, wodurch der Gegner 2-mal auf den falschen Fuß gesetzt wird. Wenn der erste Schritt mit dem rechten Fuß begonnen wird, wird der Ball auch mit der Außenseite des rechten Fußes mitgenommen, was die Spieler hier in der Praxis zeigen. Bei der 2. Doppelbewegung wird der Ball mit der Innenseite des Fußes kurz zum Körper gezogen und danach schnell in einer geschmeidigen Bewegung mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitgenommen. Da Ihr Ballgefühl und Ihre Ballgeschicklichkeit stark entwickelt worden sind, haben Sie in diesem Alter keine Schwierigkeiten, diese Bewegung geschmeidig und schnell auszuführen. Bei der ersten Doppelbewegung beim Linksvorbeigehen an einem Gegner machen die Spieler einen Übersteiger von außen nach innen. Anstatt den Ball danach mitzunehmen mit der Außenseite desselben Fußes, was der Gegner erwartet, stellt er den Fuß auf die andere Seite des Balles und nimmt ihn mit der Außenseite des linken Fußes mit in die andere Richtung. Hier wird der Gegner 2-mal auf den falschen Fuß gesetzt. Die Spieler nehmen den Ball mit der Innenseite des Fußes kurz mit, tun danach so, als ob sie ihn mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mitnehmen, machen eine Schere und nehmen ihn mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit.
In dieser Lektion werden einige Bewegungen geübt, die Sie benutzen können, wenn Sie im Rücken von einem Gegner gedeckt werden. Statt den Ball prallen zu lassen, können die Jugendlichen mittels einiger Körpertäuschung in dieser Situation an ihrem Gegner auf der linken oder rechten Seite vorbeigehen. Nachdem Sie den Ball kurz zur Seite mitgenommen haben, machen Sie mit demselben Fuß einen Übersteiger von außen nach innen über den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite mit in die andere Richtung. Hier täuschen die Spieler vor, sie würden den Ball mit dem äußeren Fuß zurücknehmen. Stattdessen stellen sie den Fuß hinter den Ball und mittels einer schnellen Drehung um die eigene Achse nehmen sie ihn mit der Außenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit. Während sie sich hier um die eigene Achse drehen, nehmen sie den Ball mittels eines Übersteigers mit der Außenseite desselben Fußes mit in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Sie also den Übersteiger mit dem rechten Fuß machen, gehen Sie auch auf der rechten Seite vorbei. Jetzt täuschen Sie vor, Sie würden den Ball mittels Kappen des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen nehmen Sie ihn mit der Innenseite des anderen Fußes in die entgegengesetzte Richtung mit. Das Mitnehmen des Balles mit der Innenseite des Fußes erfordert auch hier eine große Beweglichkeit im Knöchel- und Hüftgelenk. Bei dieser doppelten Bewegung tun Sie so, als ob Sie den Ball mit der Innenseite des linken Fußes mitnehmen. Stattdessen machen Sie einen Übersteiger mit rechts um den Ball und nehmen ihn mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mit. Alles, was in einem Spiel fehlt, wird natürlich nicht oder nicht ausreichend während des Trainings geübt. Das ist auch die Ursache dafür, dass man selten oder nie einen Spieler sieht, der seinen Gegner, der sich im Rücken befindet, mit einer bestimmten Körpertäuschung in die falsche Richtung schickt. Dies ist die letzte offizielle Bewegung, die Ihnen während des Aufbautrainings angeboten wird. Nachdem Sie den Ball kurz mitgenommen haben, kappen Sie ihn mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang zurück in die entgegengesetzte Richtung. Natürlich gibt es mehrere Bewegungen, um einen Gegner, egal in welcher Position er sich befindet, auszuspielen. Durch selbstständiges Üben und Benutzen der selbstgewählten Bewegungen kreieren Sie auch selber Bewegungen, wie Sie es hier und in den nächsten Lektionen öfter zeigen werden. Bei dieser und in den folgenden Übungen werden die wettkampfechten Bewegungen einzeln oder, wie gleich zu sehen, in Verbindung mit anderen technischen Fertigkeiten so oft wiederholt, bis jeder sie effizient und geschmeidig bis zur Perfektion beherrscht. Durch ihr stark entwickeltes Ballgefühl und ihre Geschicklichkeit am Ball geht das jetzt spielend leicht. Während dieses Aufbautrainings demonstrieren sie einige geschmeidige, elegante Bewegungskoordinationen, die durch regelmäßiges, vielseitiges und effektives Üben mit dem Ball auch bei Jugendlichen, die nicht mit viel Talent gesegnet sind, entwickelt wird. Während des Basistrainings wurde so spielend wie möglich geübt. Jetzt wird bewusst bis zur Perfektion trainiert. Während des Basistrainings wurde das Fummeln gefördert, um es so gut wie möglich zu lernen. Jetzt muss jeder ständig die Initiative ergreifen, um die erfolgreichsten, wettkampfechten Bewegungen beim Richtungswechsel, Abschirmen und Freispielen des Balles und um Spielen von Gegnern oft und im richtigen Moment effektiv auszuführen, bis eine Automatisierung erreicht worden ist. Das Automatisieren der für jeden Spieler erfolgreichen wettkampfechten Bewegungen, mit denen er sich in zahllosen 1-gegen-1 Situationen am Ball behauptet und durchsetzt, ist das Haupttrainingsziel während des Aufbautrainings. Zweifellos werden Sie mit Ihrer Fantasie und Ihrem Vorstellungsvermögen mit diesen Wettkampfbewegungen viele spontane und unerwartete Manöver ausführen. Dadurch wird auch in diesem Alter die optimale Grundlage für Ihre kreative Entwicklung gelegt.
In dieser Lektion werden in Vierergruppen die Bewegungen der Passtechnik, des An- und Mitnehmen, des Balles und das Umspielen eines Gegners vielseitig und variabel geübt. Der hintere Spieler hebt den Ball auf den vorderen Spieler, der ihn, nachdem er den Ball hat prallen lassen, mit einer selbstgewählten Bewegung freispielt vor einem von der Seite kommenden Gegner. Danach spielt er den Ball zurück zum hinteren Spieler. Durch das Stimulieren und Fördern, die Situation mit eigenen gewählten Bewegungen zu lösen, automatisieren sich nicht nur diese Bewegungen, sie entwickeln auch Kreativität. Nachdem er den Ball an- und mitgenommen hat, geht der hintere Spieler mit selbstgewählten Bewegungen an zwei Gegnern vorbei. Solange Fußball gespielt wird, ist die individuelle Täuschung und der Trick, mit dem man einen oder mehrere Gegner ausspielen kann, das Kennzeichen aller Weltklasse-Spieler. Was würde also logischer sein, als jeden Jugendfußballer in dieser wichtigen Technik auszubilden? Die Tatsache, dass nur einige wenige dazu in der Lage sind, beweist, dass diese Technik nirgendwo zielbewusst geübt wird. Zwei Spieler spielen der Reihe nach den Ball zu hinteren Spielern der anderen Zweiergruppe. Diese täuschen vor, sie würden an ihren Gegnern vorbeigehen. In dem Moment, in dem der Gegner dieses verhindern will, spielen sie mit einer selbstgewählten Bewegung den Ball frei in die andere Richtung. Natürlich wechseln die Spieler auch hier regelmäßig die Positionen. Nachdem eine Zweiergruppe einige Male den Ball mit einer geschmeidigen Bewegung an- und mitgenommen hat, wechseln sie die Position. Es zeigt sich hier deutlich, dass die Handlungs- und Ballschnelligkeit zu fast 100% erhöht worden ist. Sicher ist, dass sie bei allen diesen attraktiven und gezielten Übungen intensiv beschäftigt sind, wodurch ihre technische Entwicklung enorm vorangeht. Das regelmäßige, variable und vielseitige Üben der 1-gegen-1-Situation, egal ob der Gegner sich nun frontal, seitwärts oder im Rücken befindet, ist eine Garantie dafür, dass jeder Spieler sich nach und nach auch in schwierigen Situationen am Ball zu behaupten weiß und dass jeder sich mittels einiger Bewegungen eine bessere Abspielmöglichkeit oder eine Torchance erarbeiten kann. Auch für Spieler in der höchsten Spielklasse sind diese Übungen ideal für die technische Entwicklung. Drei Spieler versuchen der Reihe nach am Gegner in der Mitte, der nicht sein Bestes gibt, vorbeizugehen. Bei Ballverlust wechseln sie die Position. Jetzt versuchen sie, zwei Gegner mit selbstgewählten Bewegungen auf den falschen Fuß zu setzen und an ihm vorbeizugehen. Nur bei Ballverlust, beim mittleren Gegner, wechseln sie die Position. Danach müssen Sie so lange an dem Gegner vorbeigehen, bis es zum Ballverlust kommt. Wie jeder Tennisspieler regelmäßig dutzende Male einen bestimmten Schlag übt, so sollen die Jugendlichen während der Ausbildung regelmäßig viele dutzende Male selbstbewusst an einem Gegner vorbeigehen. Nur so bildet man attraktive, angriffsstarke Spieler aus. Für die Zuschauer, die in die Stadien gehen, weil sie wissen, wenn diese Spieler am Ball sind, dann passiert auch was in Richtung Tor des Gegners.
Der Reihe nach ändert ein Spieler jeder Zweiergruppe mittels einer selbstgewählten Bewegung die Richtung, wobei sie den Ball so oft wie möglich für den Gegner unerreichbar machen. Zwei Spieler jeder Vierergruppe kappen mit der Innen- und Außenseite des Fußes den Ball im richtigen Moment dreimal zurück und wechseln ohne Unterbrechung mit ihrem Gegner die Position. Was diese intensiven Übungen betrifft, sollen sie regelmäßig mit weniger intensiven Übungen abgewechselt werden. Nachdem Sie den Ball mit einer wettkampfechten Bewegung freigespielt haben, stoppen Sie den Ball mit der Fußsohle ab, setzen den Gegner mittels eines Übersteigers von außen nach innen auf den falschen Fuß und nehmen ihn in die ursprüngliche Richtung mit. Jetzt üben zwei Spieler eine Bewegung dreimal rechts und die anderen zwei Spieler eine Bewegung dreimal links herum. Selbstverständlich werden diese sehr intensiven Übungen auch regelmäßig mit weniger intensiven Übungen abgewechselt. Hier setzen Sie, nachdem Sie den Ball freigespielt haben, Ihren Gegner mittels eines Schrittes zurück auf den falschen Fuß und nehmen den Ball mit der Außenseite des anderen Fußes mit in die ursprüngliche Richtung. Jetzt schirmen Sie dreimal im richtigen Moment den Ball ab und nehmen ihn mittels eines Übersteigers von außen nach innen mit zur Seite, wobei Sie sich fast um die eigene Achse drehen müssen, damit Sie den Ball mit der Innenseite des anderen Fußes mitnehmen können. Zusammen mit der Perfektionierung der Bewegungen werden auch das An- und Mitnehmen des Balles und die Passtechnik während des Aufbautrainings regelmäßig und zielbewusst geübt. Vor allem die Übung mit zwei Bällen fördert eine bewusste Teilnahme, damit die Übung so gut wie möglich zusammen ausgeführt werden kann. Wie Sie es hier zeigen, können meistens alle Formen der Passtechnik konstant geübt werden, indem die Distanz erhöht und in beiden Richtungen geübt wird. Hier trainieren die Zweiergruppen der Reihe nach die Bewegungen, die benutzt werden, um den Gegner, der sich im Rücken befindet, in die falsche Richtung zu schicken. Ein Spieler jeder Zweiergruppe spielt den Ball mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang in die andere Richtung, wonach sie den Ball abspielen und selber Gegner werden. In derselben Aufstellung täuschen Sie vor, Sie würden den Ball mit dem rechten Fuß mitnehmen. Sie setzen den Fuß aber hinter den Ball und nehmen ihn nach einer schnellen Drehung mit der Außenseite des linken Fußes in die andere Richtung mit. Die drei Spieler wechseln jedes Mal die Position, indem sie den Ball mittels einer selbstgewählten Bewegung in die andere Richtung mitnehmen, wonach sie den Ball zurückspielen und selbst Gegner werden. Auch beim Aufbautraining werden die Übungen regelmäßig mit kleinen Parteispielen abgewechselt. Wie beim Basistraining müssen Sie auch jetzt so viel Initiative wie möglich übernehmen, bis eine Automatisierung der wettkampfechten Bewegungen und Tricks erreicht worden ist. Nur durch das Lösen von zahllosen kleinen Spielsituationen mit vollem Risiko und Selbstvertrauen wird sich der sichere Erfolg, sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen, einstellen.
In dieser Lektion werden in Vierergruppen die Passtechnik, das Prallenlassen des Balles und der Doppelpass weiter perfektioniert. Der hintere Spieler wählt jedes Mal, nachdem er den Ball mit einem Heber über den Gegner zum vorderen Spieler gespielt hat, die seitliche Position, lässt den Ball prallen und geht danach in die Position des Gegners. Alle vier Spieler wechseln so jedes Mal die Position, während der Ball immer direkt gespielt wird. Bei dieser Übung wechseln nur zwei Spieler nach dem Doppelpass die Position. Diese Übungen sind sehr geeignet zwischen zwei sehr intensiven Übungsformen aus Lektion 15a. Nachdem Sie den Ball über den Kopf des Gegners gespielt haben, wählt der Spieler sofort im leeren Eck die Position des Spielers, der den Ball prallen lässt. Auch diese Übung ist sehr zur Abwechslung mit den intensiven Ballübungen aus der vorigen Lektion geeignet. Drei Spieler üben abwechselnd den Lob und den Doppelpass mit einem festen Spieler, der den Ball prallen lässt. Dieser wechselt immerzu die Position. Die 6- bis 9-Jährigen haben dieselbe Übung schon ohne Lob in einem ruhigen Tempo geübt. Hieraus folgt, dass alle Übungen bezüglich Distanz, Handlungsschnelligkeit und Schnelligkeit am Ball variiert werden können. Vier Spieler üben hier den Pass mit der Außenseite des Fußes, wobei die zwei Spieler in der Mitte nach einer perfekten Ausführung jedes Mal die Position wechseln. Selbstverständlich kann auch der Pass mit dem Voll- und Halbspann geübt werden. Zwei Spieler üben den Heber, die zwei anderen das An- und Mitnehmen des Balles mit allen möglichen Körperteilen. Danach spielen sie den Ball zurück zu den Passgebern. In allen Büchern über das Jugendtraining kann man lesen, dass nur das Allerbeste für die Jugendlichen gut genug ist. Die Praxis zeigt leider, dass die Qualitäten des besten Spielers nicht oder kaum geübt werden. Diese Jugendlichen üben ständig die technischen Geschicklichkeiten der besten Spieler, wodurch jeder bewusst und konzentriert übt, um so viel wie möglich an technischen Fertigkeiten der besten Spieler und seiner Vorbilder zu erlernen. Ohne den Ball einmal kontrollieren zu müssen, zeigen sie auch hier, dass jeder, der das Basistraining durchlaufen hat, durch die zahllosen, zielbewussten Wiederholungen jetzt schon eine perfekte Passtechnik und ein ausgezeichnetes Ballgefühl entwickelt hat. Der immer größer werdende Erfolg ist die beste Motivation, damit sie sich immer bewusster am Training beteiligen. Dies erklärt auch zweifellos die schnelle Entwicklung. Sogar die besten Spieler können diese Übungen nicht besser vorführen. Zwei Zweiergruppen wechseln jedes Mal nach einem kurzen und einem langen Doppelpass die Position. Auch die 6- bis 9-Jährigen haben diese Übung während des Basistrainings schon ohne Heber geübt. Dies zeigt, dass der Schwierigkeitsgrad nach und nach erhöht wird, wodurch diese Übungen auch für ältere Spieler sehr gut geeignet sind, um ihre Passtechnik und ihr Ballgefühl weiterzuentwickeln.
Jeder Spieler, egal in welchem Alter, soll zuerst stimuliert und immer wieder gefordert werden, die technischen Fertigkeiten der besten Spieler erst individuell durch optimale Wiederholungen so gut wie möglich zu erlernen und zu beherrschen. In dieser Lektion werden in Fünfergruppen die Bewegungen mit Gegnern, die noch immer mehr Partner als Gegner sind, geübt. Hiermit bekommt jeder die Gelegenheit, im richtigen Moment die Bewegungen mit einem teilweise aktiven Gegner so gut wie möglich zu perfektionieren. Bei der ersten Übung drohen sie abwechselnd auf der linken und rechten Seite am Gegner vorbeizugehen, wobei sie durch eine Bewegung den Ball jedes Mal in die andere Richtung mitnehmen. Bei der Doppelbewegung setzen sie den Gegner, nachdem sie die erste Bewegung ausgeführt haben, auf den falschen Fuß und nehmen den Ball nach der zweiten Bewegung in die ursprüngliche Richtung mit. Die zwei hinteren Spieler jeder Zweiergruppe starten einer nach dem anderen mit dem Ball seitwärts vom Gegner und spielen ihn dann in dem Moment, wo dieser angreift, mit einer selbst gewählten Bewegung in die andere Richtung frei, wobei sie den Ball mit dem Körper völlig abschirmen. Fünf Spieler wechseln, indem sie den Ball prallen lassen und ihn danach freispielen, jedes Mal die Position. Auch bei dieser Übung wird sowohl nach links als auch nach rechts geübt, wobei die Schnelligkeit und die Distanz nach und nach erhöht wird. Indem sie eine bestimmte Bewegung anwenden, schicken die fünf Spieler abwechselnd den Gegner, der sich im Rücken befindet, in die falsche Richtung, wobei sie immerzu die Position wechseln. Auch bei dieser Übung in einer viereckigen Aufstellung wird der Gegner, der sich im Rücken befindet, mit einer bestimmten Bewegung jedes Mal auf den falschen Fuß gesetzt und der Ball in die andere Richtung mitgenommen. Es ist egal, mit wie vielen Spielern geübt wird. Entscheidend ist, dass alle möglichen 1-gegen-1 Situationen so vielseitig und gezielt geübt werden, bis jeder die für ihn erfolgreichsten Bewegungen automatisch anwendet, um in einer bestimmten Situation während seines Spieles ein maximales Resultat zu erreichen. Drei Spieler bilden als Gegner ein Dreieck, während die zwei anderen jedes Mal einen willkürlichen Gegner suchen, um in dem Moment, wo er angreift, den Ball mittels einer bestimmten Bewegung abzuschirmen und mitzunehmen zum nächsten Gegner. Nur durch regelmäßige, vielseitige und gezielte Übung lernen die Jugendlichen mit dem Ball am Fuß über ihren Gegner zu dominieren. Vor allem die kleinen Parteispiele sind hierfür sehr geeignet. Diese 9- und 10-Jährigen zeigen hier beim Spiel 2 gegen 2, bei dem sich auf einer der zwei Seiten ein Spieler ausruht, dass sie sich immer am Ball zu behaupten und durchzusetzen versuchen. Wenn der Trainer dies in 7 oder 8 Jahren, bevor sie zu den Senioren wechseln, auch weiter regelmäßig und effektiv übt und fördert, werden sie in diesen wichtigsten und schwierigsten Qualitäten, in denen nur wenige Spieler glänzen, immer erfolgreich sein.
In Lektion 16b wird in Fünfergruppen wieder die Passtechnik attraktiv und effektiv, vor allem mit Doppelpässen, verbessert. Hier wechseln vier Spieler jedes Mal die Position, indem sie den Doppelpass zweimal ausführen. Die zwei Außenspieler spielen einer nach dem anderen den Ball zum mittleren Spieler, der mittels eines Doppelpasses mit dem Passgeber den Ball zur Ausgangsposition mitnimmt. Auch hier wechseln die fünf Spieler mittels eines Doppelpasses immerzu die Position. In derselben Aufstellung wird der Ball jetzt direkt zum mittleren Spieler gehoben, was weitaus schwieriger ist, als den Ball prallen zu lassen. Trotz der kurzen Distanz bereitet Ihnen das jedoch keine Schwierigkeiten. Die zwei hinteren Spieler jeder Zweiergruppe spielen den Ball, nachdem sie ihn prallen lassen haben, zurück zum Passgeber und wechseln dann die Position. Auch bei dieser Übung sollen die Spieler über den Ball hinweg schauen, damit alles gut verläuft. In einer viereckigen Aufstellung mit einem Spieler in der Mitte spielen die Spieler den Ball, nachdem sie ihn prallen lassen haben, über den mittleren Spieler und bieten sich für den Doppelpass an, wonach sie die Position des mittleren Spielers einnehmen. In derselben Aufstellung wird der Ball jetzt, ohne ihn prallen zu lassen, über den Kopf des mittleren Spielers gehoben, wonach sie sich für den Doppelpass anbieten und die Position des mittleren Spielers einnehmen. In derselben Aufstellung heben sie den Ball über den mittleren Spieler zum Spieler, der ihnen gegenübersteht, und spielen den Ball seitwärts zum nächsten Spieler, der die Übung wiederholt. Mit diesen Übungen wird auch Ihr Kombinationsvermögen, das Wir-Gefühl und die geistige Beweglichkeit verbessert, wobei auch das ständige Direktspielen und die vielen Doppelpässe einen Extrareiz bieten, die Übungen so gut wie möglich auszuführen. Zwei Zweiergruppen wechseln mit Doppelpässen jedes Mal die Position, während der Spieler in der Mitte sich immer für den Doppelpass anbietet. Sehr wichtige Elemente in diesem Programm. In dieser Lektion nun wird in Sechsergruppen die 1-gegen-1-Situation vielseitig und gezielt geübt. Hier spielt ein Spieler jeder Dreiergruppe einer nach dem anderen, nachdem sie den Ball prallen lassen, mit einer selbstgewählten Bewegung frei und danach zur nächsten Dreiergruppe. Alle Übungen werden sowohl links als auch rechts herum geübt, wobei die Perfektionierung und Automatisierung der Bewegungen vergrößert werden. Außerdem wird sicher, wenn Distanz, Handlungs- und Ballschnelligkeit erhöht werden, unbewusst Ihre körperliche Fitness immer besser.
Ein Spieler jeder Dreiergruppe holt einer nach dem anderen den Ball, wonach sie ihn vor einem von der rechten Seite kommenden Gegner freispielen und den Ball danach zur anderen Seite spielen. Jetzt holen sie den Ball und spielen ihn frei vor einen von der linken Seite kommenden Gegner. Danach spielen sie auch hier den Ball wieder zur anderen Dreiergruppe. Indem die Distanz zwischen den Dreiergruppen erhöht wird, kann auch die Passtechnik mit beiden Füßen geübt werden. Zwei Dreiergruppen wechseln jedes Mal die Position, nachdem sie den Ball einmal zur linken und einmal zur rechten Seite freigespielt haben. Weil niemals Energie und Zeit an irrealen Übungen verschwendet wurde, werden alle ohne Ausnahme während des Aufbautrainings die Handlungsfähigkeit, die Handlungsschnelligkeit, die Geschmeidigkeit, die Eleganz und die Beweglichkeit am Ball immer weiter entwickeln. So wie diese Fertigkeiten, mit denen Sie hier zwei Gegner aussteigen lassen, in vielfältigen Übungen unzählige Male wiederholt werden, müssen Sie auch diese Wettkampfbewegungen in vielen kleinen Spielsituationen immer wieder richtig einzusetzen versuchen. Zwei Zweiergruppen bilden als Gegner ein Viereck. Die andere Zweiergruppe sucht jedes Mal mit dem Ball am Fuß den Gegner auf. In dem Moment, wo der Gegner angreift, machen sie den Ball mittels Bewegungen unerreichbar für ihn und dribbeln zum nächsten Gegner. Durch das regelmäßige und vielseitige Üben und Ergreifen der Initiative haben sie immer weniger Mühe, den Ball im richtigen Moment abzuschirmen und den Gegner auf den falschen Fuß zu stellen. Die Spieler der Mannschaft im Ballbesitz sollen einer nach dem anderen am Gegner in der Mitte vorbeigehen. Es ist schon großartig zu sehen, wie sie mit unerwarteten und kreativen Bewegungen am Gegner vorbeiziehen. Wenn man die individuelle technische und kreative Entwicklung der Jugendlichen nicht stimuliert und fördert, werden sie sich selbstverständlich nie, so wie diese jungen Burschen hier, von ganzem Herzen am Ball austoben und entfalten können. Und sie werden nie erfahren und erleben, wie wunderbar dieser Sport ist, wenn man Schritt für Schritt gelernt hat, Ball und Gegner zu beherrschen. In Lektion 17b werden die Passtechnik, das Kombinationsvermögen und die geistige Beweglichkeit, wie Sie dies auch bei dieser Übung fast perfekt demonstrieren, weiter verbessert. Trotz der hohen Ballschnelligkeit wird der Ball immer direkt gespielt, was das Interesse und die Hingabe beim Üben garantiert. Während der Passgeber abwechselnd nach links und rechts einen Steilpass gibt, wechseln die fünf Spieler in einer viereckigen Aufstellung mittels der zweifachen Anwendung eines Doppelpasses jedes Mal die Position. Die
Weil bei diesen attraktiven Übungen nur wenig Energie gebraucht wird, können diese ausgezeichnet als Entspannung zwischen zwei intensiven Trainingsübungen geübt werden, damit die Spieler wieder zu Atem kommen. In derselben Aufstellung wird der Schwierigkeitsgrad der Übung nun erhöht, indem der Ball nach dem Doppelpass direkt zu dem hinteren Spieler gespielt wird. Das fordert zweifellos eine hervorragende Passtechnik. Die fünf Spieler, die einen Kreis bilden, mit einem Gegner in der Mitte, müssen immer, nachdem sie den Ball gespielt haben, so schnell wie möglich den Platz des Spielers, den sie angespielt haben und der schon unterwegs ist, einnehmen. Derjenige, der den Ball verliert, wechselt die Position. Auch hier wechseln zwei Dreiergruppen immer die Position, wodurch nie Monotonie und Langeweile aufkommt. Eine Dreiergruppe übt rechts herum in einem Dreieck das Heben des Balles über den Kopf eines ankommenden Gegners, die andere Gruppe übt links herum. Die schnelle Entwicklung dieser Gruppe ist bewundernswert, weil sie nichts von dem, was sie hier zeigen, im Clubtraining gelernt haben. Fast alle Spieler hatten sogar Probleme mit ihren Trainern, weil sie zu oft versuchten, einen Gegner zu umspielen. Trotz des Versuchs, den Trainer zu überzeugen, dass die besten Spieler das auch so gemacht haben und deshalb keine grauen Mäuse, sondern Stars wurden. In dieser Lektion werden die technischen Geschicklichkeiten am Ball, die unentbehrlich sind, um über einen Gegner zu dominieren, in Sechsergruppen weiter perfektioniert. In einer dreieckigen Aufstellung täuschen drei Spieler einer nach dem anderen an, mit dem zur Seite gedrehten Oberkörper an ihren Gegnern auf der rechten Seite vorbeizugehen. In dem Moment, wo diese einen Durchbruch verhindern wollen, ziehen die Spieler den Ball mit dem rechten Fuß unter den Körper durch zum linken Fuß und nehmen ihn in Richtung der nächsten Ecke mit. Jetzt täuschen sie ihrem Gegner an, auf der linken Seite vorbeizugehen. In dem Moment, wo dieser angreift, ziehen sie den Ball mit der Fußsohle zurück und spielen, wenn der Gegner reagiert, den Ball mit der Innenseite des Fußes hinter dem Standbein entlang in die ursprüngliche Richtung, wobei der Körper den Ball völlig abschirmt. Die 1-gegen-1-Situation ist meistens so schwierig, dass nur wenige Spieler hierbei glänzen. Deshalb müssen sie immer wieder vielseitig und zielgerichtet trainiert werden, bis die Jugendlichen sich auf Wettkampfniveau am Ball behaupten und durchsetzen können. Nachdem Sie den Ball kurz seitwärts mitgenommen haben, setzen Sie den Gegner, der sich im Rücken befindet, mittels eines Übersteigers von außen nach innen auf den falschen Fuß. Danach nehmen Sie den Ball mit der Außenseite desselben Fußes in die andere Richtung mit und werden, nachdem Sie den Ball abgespielt haben, selbst zum Gegner. Hier täuschen Sie an, Sie würden mit einer Kappbewegung des linken Fußes am Gegner auf der rechten Seite vorbeigehen. Wenn dieser reagiert, nehmen Sie den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes in die andere Richtung mit. Sogar die kleinste Körpertäuschung genügt, um den Gegner auf den falschen Fuß zu setzen. Sehr wichtig ist, dass bei der technischen und kreativen Ausbildung der Jugendlichen die ganze Persönlichkeitsbildung immer im Vordergrund steht. Immer wieder wird Selbstständigkeit gefördert und nie auf Kommando oder Pfeifensignal geübt. In derselben Aufstellung benutzen Sie dreimal eine selbstgewählte Bewegung in die andere Richtung, bevor Sie den Ball zur nächsten Zweiergruppe spielen.
Nachdem Sie den Ball haben prallen lassen, gehen Sie an einem Gegner vorbei, indem Sie den Ball mit dem rechten Fuß unter dem Körper hindurchziehen, wonach Sie den Ball zur nächsten Dreiergruppe spielen. In derselben Aufstellung gehen Sie meistens mittels eines Übersteigers von außen nach innen in die andere Richtung am Gegner vorbei. In einer großen viereckigen Aufstellung dribbeln zwei der vier Spieler zur Mitte, wo sie den Ball mit der Innenseite des Fußes wegdrehen. Danach spielen sie den Ball zu den nächsten zwei Spielern, die den Ball zur nächsten Zweiergruppe heben, die Übung wiederholt. Noch vor der Pubertät wird die Koordination, die Geschmeidigkeit und die Beweglichkeit am Ball bis zur Perfektion entwickelt. Und weil auch während der Pubertätsjahre vielseitig und effektiv mit dem Ball trainiert wird, sind sie alle während ihrer Laufbahn ökonomisch und beweglich am Ball. Bei dieser Übung gehen die Spieler der zwei Dreiergruppen einer nach dem anderen an einem Gegner vorbei, indem sie verschiedene kreative Bewegungen spontan und nach ihrer eigenen Vorstellung anwenden. In derselben Aufstellung üben zwei Dreiergruppen den Heber, das An- und Mitnehmen des Balles und das Vorbeigehen am Gegner mittels einer selbstgewählten Bewegung. Hier machen die zwei Dreiergruppen einen Wettbewerb, wer am meisten ohne Ballverlust am Gegner vorbeigeht. So wie die Tennisspieler viele Dutzend Male ihren Aufschlag üben, muss jeder Jugendliche regelmäßig viele Dutzend Male versuchen, mit Selbstvertrauen am Gegner vorbeizumarschieren. In 10 verschiedenen Übungsformen perfektionieren die Spieler in dieser Lektion in Sechsergruppen von Neuem alle Formen der Pass- und Schusstechnik und des Kombinationsvermögens. Zwei Spieler heben den Ball zum hinteren Spieler in die Mitte, der den Ball so prallen lässt, dass sie ihn direkt zur nächsten Zweiergruppe spielen können. Dieser wiederholt dann die Übung. Zwei Zweiergruppen bilden mit einem Spieler in der Mitte, der den Ball prallen lässt, ein Viereck. Der hintere Spieler jeder Zweiergruppe macht einer nach dem anderen einen Doppelpass mit dem Spieler, der den Ball prallen lässt, wonach sie den Ball zu Passgeber zurückspielen und die Position wechseln. Ein Spieler jeder Dreiergruppe nimmt den Ball an und einige Meter mit, wonach er ihn mit der Ferse zurückspielt und auf der anderen Seite die Position einnimmt. Derjenige, der viele technische Geschicklichkeiten erworben hat, empfindet nicht nur viel Spaß und Genugtuung beim Üben. Die weniger intensiven Übungen sind für ihn eine herrliche Entspannung, um nachher während der Parteispiele völlig fit wieder so viel Initiative wie möglich zu ergreifen. Vier Spieler üben den Heber mit zwei festen Spielern, die den Ball prallen lassen und mit denen nach einer bestimmten Zeit die Position gewechselt wird. In derselben Aufstellung wechseln jetzt alle sechs Spieler die Position. Selbstverständlich kann auch hier der Schuss mit der Außenseite des Fußes oder mit dem Vollspann geübt werden. Zwei Zweiergruppen wechseln nach einem Doppelpass und nachdem sie den Ball zum hinteren Spieler der nächsten Zweiergruppe gespielt haben, jedes Mal die Position. Weil der Spieler, der den Ball prallen lässt, sich immer im richtigen Moment anbieten muss, sind bei dieser Übung die sechs Spieler ständig in Bewegung, wodurch sie unmerklich ihre Basiskondition weiterentwickeln.
In derselben Aufstellung wird der Ball jetzt mit einem Heber direkt zum hinteren Spieler gespielt, der mit dem Spieler, der den Ball prallen lässt, einen Doppelpass macht und danach den Ball seinerseits mit einem Heber auf den hinteren Spieler spielt. Ohne den Ball einmal kontrollieren zu müssen, spielen die zwei Vierergruppen jedes Mal die Position, wobei jeder die Situation übersehen muss, damit auch diese Übung, ohne den Ball zu kontrollieren, ohne Unterbrechung gut ausgeführt wird. In derselben Aufstellung gehen sie an den ersten Gegner mittels eines Doppelpasses, an dem zweiten Gegner mit einer Täuschung und an dem dritten wieder mit einem Doppelpass vorbei. Das ständig mit Doppelpässen und Einzelaktionen an Gegnern vorbeimarschieren, gibt den Jugendlichen ein herrliches Gefühl. Das erklärt nicht nur ihre schnelle Entwicklung, auch der Enthusiasmus und die Hingabe beim Üben und Spielen werden immer größer. Während zwei Spieler hier den Steilpass üben, wechseln die zwei Dreiergruppen jedes Mal die Position, indem sie den Ball abprallen lassen und Doppelpässe spielen. In derselben Aufstellung wird der Ball nach dem Steilpass in die Breite zur anderen Dreiergruppe gespielt, wo mit einem Doppelpass die Position gewechselt wird. Auch hier wird der Ball jedes Mal direkt gespielt. Zwei Dreiergruppen wechseln die Position mit einem Heber über den entgegenkommenden Gegner und einem Doppelpass mit dem Passgeber. Ohne den Ball zu kontrollieren, wird der Doppelpass jedes Mal im richtigen Moment ausgeführt. Anstatt den Ball über den Gegner zu heben, wechseln die zwei Dreiergruppen jetzt mit Hebern über den Gegner zum nächsten Spieler und einem Doppelpass mit dem Passgeber die Position. Viele dieser Übungsformen sind sehr gut geeignet, sie in intensivere Trainingseinheiten einzuschieben. Auch der Wechsel zwischen körperlich intensiven und mehr erholsamen Übungsformen bringt, wenn die Übungen zielgerichtet sind, Abwechslung während einer Trainingseinheit. Wie die Gruppe hier demonstriert, können alle Übungsformen erst in einem ruhigen Tempo und mit kurzem Abstand zwischen den Spielern geübt werden, wonach allmählich die Distanz und die Ball- und Handlungsschnelligkeit bis zu 100% erhöht werden. Während des Übens der Passtechnik und des Kombinationsspiels wird, wie auch hier bei dieser Spielform, der Ball fast immer direkt gespielt. Neben einem Extrareiz wird hierdurch auch eine gute Übersicht der Situation gefördert und somit geschult. Konkrete Trainingsziele nach Streben und Bewältigen erhöht die Spielfreude und die Leistungsbereitschaft.
In Achtergruppen werden in dieser Lektion aufs Neue die 1-gegen-1-Situationen vielseitig und gezielt geübt. In einem ruhigen Tempo bewegen sich 4 Spieler in den Ecken eines Vierecks rechts herum und 4 Spieler links herum. Nachdem sie den Ball gespielt haben, werden sie passive Gegner des nächsten Spielers. Durch technische Fertigkeiten, kreieren nach eigener Fantasie und Vorstellungskraft, können sie sich auch bei vielen dieser Übungsformen technisch und kreativ entfalten, ohne einen aktiven Gegner. Es darf nicht vergessen werden, dass diese Gruppe ihre Geschicklichkeit am Ball und ihr Ballgefühl vor allem durch viel selbstständiges Üben erworben hat. Vier Spieler täuschen, einer nach dem anderen, einem Gegner an der Seite vorbeizugehen. In dem Moment, wo es verhindert werden soll, stoppen sie den Ball mit der Fußsohle ab, wobei der Körper den Ball abschirmt. Sie schicken den Gegner mit einem Übersteiger von außen nach innen über den Ball in die falsche Richtung und nehmen ihn dann in die ursprüngliche Richtung mit, wo sie mit einem Gegner die Position wechseln. Jetzt üben sie in die andere Richtung, wobei sie den Ball mit der Außenseite des rechten Fußes abstoppen und den Gegner mit einem Übersteiger des linken Fußes auf das falsche Bein setzen. Bei all diesen Übungen werden die Beweglichkeit, die Eleganz am Ball und die konditionellen Fähigkeiten unbewusst weiterentwickelt. Eine Vierergruppe geht mittels Kappen des Balles mit der Innenseite des Fußes rechts herum vorbei, während die andere Vierergruppe dies links herum macht. Jetzt gehen sie an ihrem Gegner mittels Kappen des Balles mit der Außenseite des Fußes vorbei. Von allen Bewegungen wird das Kappen des Balles mit der Außen- und Innenseite des Fußes von den besten Spielern bei Richtungsänderungen, beim Freispielen des Balles und beim Vorbeigehen am Gegner am meisten benutzt. 2 Dreiergruppen täuschen einer nach dem anderen den 2 Gegnern in der Mitte an, sowohl auf der linken als auf der rechten Seite vorbeizugehen. In dem Moment, wo dies verhindert werden soll, schirmen Sie den Ball mit einer bestimmten Bewegung ab und nehmen ihn in die andere Richtung mit. Dass auch diese erfolgreiche Technik nur selten im Spiel zu sehen ist, obwohl jeder Spieler während des Spiels oft die Möglichkeit dazu hat, beweist den enormen Mangel an zielgerichtetem individuellem Training. Auch bei dieser Übung bekommen die 2 Spieler im Ballbesitz die Möglichkeit, sich in der wichtigsten und erfolgreichsten individuellen Technik weiterzuentwickeln. Indem sie den Ball jedes Mal zur nächsten Vierergruppe abspielen und teilweise aktive Gegner werden. Optimale, vielseitige und effektive Wiederholungen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Zwei Zweiergruppen bilden mit 2 passiven Gegnern ein Viereck, in dem 2 Spieler, nachdem sie eine doppelte Bewegung benutzt haben, den Ball zur nächsten Ecke mitnehmen, von wo aus sie ihn zu den beiden Passgebern zurückspielen, die den Ball dann zur anderen Zweiergruppe spielen. Nach einer bestimmten Zeit wird mit den Passgebern und den passiven Gegnern die Position gewechselt. Hier spielen sie 2 gegen 2, wobei sie regelmäßig die Position mit einem ruhenden Spieler wechseln, der meistens völlig ausgeruht durch eine Täuschung seinen Gegner so oft wie möglich in die falsche Richtung schickt, bevor er den Ball zum Mitspieler oder zum ruhenden Spieler auf der anderen Seite hinüberschiebt. Auch diese Bilder beweisen, dass die Spieler, indem sie immer wieder die Initiative am Ball ergreifen, auf dem besten Wege sind, sich noch vor der Pubertät zu exzellenten Dribblern zu entwickeln. Dies ist nur möglich, wenn sie, wie sie es hier vorführen, jeden Ballbesitz optimal nutzen, um am Gegner sich auszutoben und durchzusetzen. Es ist kein Problem, wenn dabei ein Ballverlust entsteht. Es wird erst ein Problem, wenn sie es beim nächsten Ballbesitz nicht ohne die geringsten Angstkomplexe wieder versuchen, denn dann bleiben sie während ihrer ganzen Karriere farblose und durchschaubare Balllieferanten.
In dieser Lektion werden in Achtergruppen das Abprallenlassen des Balles, der Doppelpass und die Passtechnik geübt. 6 Spieler üben hier den Steilpass auf 2 feste Spieler, die den Ball abprallen lassen, wobei sie in einem ruhigen Tempo die Position wechseln. Der Schwierigkeitsgrad dieser Übungsformen muss dem Können der Gruppe angepasst werden. Deshalb lässt auch der Trainer so viel wie möglich in gleich starken Gruppen üben. Mit einem Steilpass auf 2 feste Spieler, die den Ball abprallen lassen, und das Anwenden eines tief- oder hochgespielten Doppelpasses wechseln die 6 Spieler jedes Mal in einem ruhigen Tempo die Position. Auch bei dieser Übungsform brauchen die 4 Spieler trotz der hohen Ball- und Laufschnelligkeit den Ball nicht einmal zu kontrollieren. Da die Intensität hoch ist, soll nach einigen Ausführungen mit der anderen Vierergruppe die Position gewechselt werden. Anstatt einer 1-3-Kombination geben die 2 Spieler in der Ecke jetzt einen kurzen Steilpass für den überlappenden Spieler. Auch bei dieser Übung ist die Gruppe unbewusst dabei, die konditionellen Fähigkeiten ständig zu verbessern. Die Spieler üben jetzt das An- und Mitnehmen des Balles, die Passtechnik mit dem Halbspann und vor allem das Lösen des Blickes vom Ball, damit die Übung so gut wie möglich verläuft. Obwohl die Ball- und Handlungsschnelligkeit hoch ist, haben sie auch hier keine Schwierigkeiten. Viele Spieler aus der höchsten Spielklasse werden mehr Probleme beim gemeinsamen Ausführen dieser Übung empfinden als diese Gruppe. Durch ihr stark entwickeltes Ballgefühl und ihre Geschicklichkeit am Ball sind sie schon jetzt in der Lage, den Blick mehr und mehr vom Ball zu lösen. Jetzt übt eine Zweiergruppe ganz entspannt den Heber, eine andere Zweiergruppe das Abprallenlassen des Balles, während die anderen 2 Zweiergruppen mit einem Doppelpass den Passgeber jedes Mal die Position wechseln lassen. Diese entspannende Passtechnikübungen müssen regelmäßig mit den kleinen Parteispielen oder Torschussübungen abgewechselt werden. Durch Pässe zum hinteren Spieler auf der anderen Seite wechseln die 4 Zweiergruppen jedes Mal die Position, wobei sie auch hier so viel wie möglich über den Ball sehen müssen. Erst dann können sie feststellen, ob der Spieler auf der anderen Seite den Ball direkt abprallen lassen kann. Weil sie hier den Doppelpass ohne Gegner in die andere Richtung ausführen, kann ideal der Pass mit der Außenseite des Fußes geübt werden. Durch die Möglichkeit, dass all diese Übungsformen in beiden Richtungen auszuführen sind und durch die Vergrößerung der Distanz, können alle Formen der Pass- und Schusstechnik vielseitig und effektiv bis zur Perfektion geübt werden.
In dieser Lektion zeigt die Gruppe, wie man während des Aufbautrainings in 10er- oder 12er-Gruppen die technischen Geschicklichkeiten von den besten Spielern vielseitig und effektiv üben kann. Hier spielen jedes Mal zwei Spieler jeder 5er-Gruppe dreimal hintereinander mittels einer bestimmten Bewegung den Ball frei und spielen ihn dann zum hinteren Spieler der anderen 5er-Gruppe. Jede 5er-Gruppe wechselt so die Position. Nachdem Sie den Ball haben abprallen lassen und ihn auch freigespielt haben vor einem von der linken Seite kommenden Gegner, kappen und drehen Sie den Ball mit der Innen- und Außenseite des Fußes dreimal frei in die andere Richtung. Danach spielen Sie den Ball zur nächsten Fünfergruppe und werden Gegner des nächsten Spielers. Nachdem Sie mit der Außenseite des Fußes weggedreht sind und in der Mitte eines Kreises mit einer bestimmten Bewegung den Ball vor einem passiven Gegner freigespielt haben, geben die fünf Spieler den Ball zur nächsten Fünfergruppe, die die Übung wiederholt. Jetzt üben die Spieler die Bewegungen in die andere Richtung, wobei auch hier jeder seine individuelle Handlungsschnelligkeit bestimmt. Ein Spieler jeder Zweiergruppe, die einen Kreis bilden, kappen jedes Mal den Ball mit der Außenseite des Fußes in die andere Richtung. Danach wechseln sie in der Ausgangsposition mit den anderen Spielern. Hier gehen sie an vier Gegnern durch einen Übersteiger von außen nach innen vorbei. Danach ist die andere Fünfergruppe wieder an der Reihe, um diesen erfolgreichen Trick zu perfektionieren. Hier perfektionieren die fünf Zweiergruppen einer nach dem anderen verschiedene Bewegungen, welche unentbehrlich sind, um einen Gegner, der sich im Rücken befindet, auf den falschen Fuß zu setzen. Danach nehmen sie den Ball in die entgegengesetzte Richtung mit und spielen ihn dann zum Gegner der nächsten Gruppe. Der wiederholte Einsatz des teilweise aktiven Gegners erhöht jedes Mal den Reiz, die Bewegung im richtigen Moment und an der richtigen Stelle auszuführen. Ein Spieler jeder Dreiergruppe verhindert sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite einen Durchbruch mit dem Ball der anderen zwei Spieler, die hierdurch zuerst den Ball mit einer bestimmten Täuschung zur Seite mitnehmen, ihn dann abstoppen und dann den Gegner mittels eines Übersteigers von außen nach innen über den Ball auf den falschen Fuß setzen. Jetzt stoppen Sie den Ball im richtigen Moment an der richtigen Stelle ab und nehmen ihn dann so schnell wie möglich in die entgegengesetzte Richtung mit, wonach der andere Spieler die Übung wiederholt. Jeder Spieler erwirbt während des Aufbautrainings durch die vielseitigen gezielten Wiederholungen und das nach und nach Erhöhen des Schwierigkeitsgrades ohne Zweifel eine ausgezeichnete Handlungsfähigkeit und Handlungsschnelligkeit als optimale Grundlage für seine Weiterentwicklung als attraktiver, angriffsstarker Fußballspieler. Vier Zweiergruppen bilden ein großes Viereck. Vier Spieler üben linksherum eine doppelte Bewegung, nachdem sie den Gegner auf den falschen Fuß gesetzt haben, während die anderen vier dies rechtsherum üben. Der Ball wechselt dann zu den Gegnern, die noch immer mehr Partner als Gegner sind. In derselben Aufstellung täuschen sie ihren Gegner an, auf der rechten Seite vorbeizugehen, wonach sie den Ball durch das Wegdrehen mit der Außenseite des Fußes in die andere Richtung mitnehmen. Drei Dreiergruppen gehen auf und ab in einem hohen Tempo an den mittleren Spielern vorbei, indem sie einen Übersteiger von außen nach innen über den Ball benutzen. Auch hier wird der Gegner nach und nach aktiver, bis jeder in der Lage ist, mit einer Bewegung auch unter vollem Widerstand des Gegners an ihm vorbeizugehen.
Auch in dieser und in den nächsten zwei Lektionen zeigen die Jugendlichen in 8er-, 10er- und 12er-Gruppen, wie variabel und gezielt die Pass- und Schusstechnik zusammen mit dem Kombinationsvermögen und der geistigen Beweglichkeit geübt wird. In diesem enorm wichtigen Lernalter zwischen 9 und 12 Jahren müssen die Jugendlichen alle technischen Fertigkeiten individuell so perfekt wie möglich lernen und immer wieder gefordert werden, da womöglich mit vollem Risiko und mit dem nötigen Selbstvertrauen die Initiative zu ergreifen. Natürlich können sie in diesem Alter mehrere Sportarten ausüben. Das große Problem ist nur, dass zweimaliges Clubtraining in der Woche kaum für die Zahllosen ohne viel Talent ausreicht, zu lernen, sich am Ball zu behaupten und durchzusetzen. Dass sich viele meistens ab 12 Jahre vom Fußball abwenden und eine andere Sportart oder Freizeitbeschäftigung wählen, liegt an der Tatsache, dass sie nie gelernt haben, mit dem Ball herumzufummeln. Denn wer das gelernt hat, will am liebsten jeden Tag Fußball spielen, um sich von ganzem Herzen technisch und kreativ mit dem Ball auszutoben und zu entfalten. Ihr Enthusiasmus, ihre Begeisterung und Tatkraft wachsen durch die vielen kleinen Erfolgserlebnisse beim Ergreifen der Initiative mit dem Ball. Sich am Ball auszutoben und zu entfalten, übt auf diese Jugendlichen eine riesige Faszination für den Fußball aus. Gut sein in etwas, was sie am liebsten tun, fördert ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstsicherheit, wodurch auch ihre Schulleistungen nachweisbar steigen. Wer selbstsicher ist und Selbstvertrauen hat, fühlt sich wohl in seiner Haut und lebt in Harmonie mit sich selbst und seiner Umgebung. Wer Selbstvertrauen hat, ergreift die Initiative, ist optimistisch und hat eine positive Einstellung. Das Selbstvertrauen und der Glaube an sich selbst hat absolute Priorität während dieser ganzen Methode. Vier Zweiergruppen üben das Wegdrehen des Balles mit der Innenseite des Fußes. Jetzt üben sie diese Technik mit einem hohen Ball, wobei der Ball um den Spieler in der Mitte gedreht wird. Und nun üben sie den Pass mit der Außenseite des Fußes, was auch schon während des Basistrainings mit den 6- bis 9-Jährigen geübt wurde. Es bereitet ihnen überhaupt keine Mühe, die schwierigste Passtechnik, einen Heber mit der Außenseite des Fußes, auszuführen. Optimale, vielseitige und gezielte Wiederholungen sind in diesem Alter alles bestimmend. Mit einem Steil- und Querpass sowie der Anwendung eines langen Doppelpasses wechseln die zwei Vierergruppen jedes Mal die Position. Sie üben mit zwei Bällen die Passvariationen. Das ständige Wechseln der Positionen und das Direktspiel garantieren optimale Konzentration und Übungsfreude. Zwei Zweiergruppen wechseln jedes Mal die Position mit einem Doppelpass mit zwei festen Spielern, die den Ball abprallen lassen und den Ball zum Passgeber der anderen Vierergruppe spielen. Zwei Dreiergruppen üben einer nach dem anderen den Heber auf zwei feste Spieler, die den Ball abprallen lassen, danach den Ball zur anderen Dreiergruppe spielen. Selbstverständlich kann diese Übung auch mit 6 Spielern geübt werden.
Ohne die geringsten Angstkomplexe und Leistungsdruck wird während dieses ganzen Aufbautrainings bewusst geübt. Auch die Eltern der Spieler sind schon lange vom Trainer überzeugt worden, dass auf ihre Kinder kein Leistungsdruck ausgeübt wird, sondern dass ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich technisch und kreativ zu entfalten. Dieses Alter ist dafür optimal geeignet. In der folgenden Lektion zeigen 10er- und 12er-Gruppen, wie abwechslungsreich, vielseitig und gezielt die Pass- und Schusstechnik geübt werden kann, wodurch jeder in diesem Alter durch die vielen Wiederholungen, bei denen die Spieler mit viel Spaß, ganz bewusst und konzentriert üben, eine möglichst perfekte Pass- und Schusstechnik erwerben kann. 6 Spieler laufen hier auf und ab, spielen einen Doppelpass mit 2 anderen, die lassen den Ball abprallen und spielen zum Passgeber zurück. Dabei werden die Positionen ständig gewechselt. 2 Vierergruppen mit 2 festen, sich ständig anbietenden Spielern, die den Ball prallen lassen, wechseln mit einem Doppelpass und spielen des Balles zur anderen Vierergruppe die Position. Auch das Wir-Gefühl gibt trotz zweier Bälle und ständiges Direktspielen einen Extra-Reiz, alle Übungen gemeinsam so gut wie möglich auszuführen. Übungsfreude ist immer garantiert, auch hier bei dieser Übung, bei der jedes Mal 6 Spieler die Position wechseln, ohne dass sie den Ball einmal zu kontrollieren brauchen. Auch hier wird die Position mit den 2 festen Spielern, die den Ball abprallen lassen, und den Gegnern gewechselt. Bei dieser Übung wechseln 4 Zweiergruppen jedes Mal die Position. Die 2 Zweiergruppen in der Mitte wechseln durch das An- und Mitnehmen des Balles und einen Doppelpass mit 2 festen Spielern, die den Ball abprallen lassen, die Position. Die vordere und hintere Zweiergruppe wechselt jedes Mal mit einem Doppelpass und durch Abspielen des Balles zur mittleren Zweiergruppe ebenfalls die Position. Jetzt wechseln die 6 Spieler, indem sie den Ball prallen lassen und einen Steil- und Doppelpass spielen, die Position. Auch hier wird nach einiger Zeit mit den anderen 4 Spielern die Position gewechselt. Zwei Fünfergruppen üben hier das Direktspielen des Balles, wobei 3 Spieler jeder Gruppe zwischen 2 Markierungen einen großen Kreis bilden, in dem die beiden anderen Spieler 2 gegen 2 spielen. Dabei kann das Team im Ballbesitz auch mit den 3 Spielern der anderen Gruppe, die den Kreis bilden, kombinieren, damit sie so lange wie möglich im Ballbesitz bleiben. Mit den Spielern des eigenen Teams wird ohne Unterbrechung so viel wie möglich gewechselt, was die Attraktivität der Übung erhöht. 6 der 12 Spieler wechseln auf und ab mit 2 Doppelpässen die Position. Auch bei dieser Übung muss nach einer bestimmten Zeit mit den 6 anderen Spielern gewechselt werden. So wie bei allen Übungen wird auch hier die Distanz und die Ballschnelligkeit nach und nach erhöht. Für die Entwicklung des Kombinationsvermögens mit hoher Lauf- und Ballschnelligkeit muss auch hier öfter mit der anderen Sechsergruppe gewechselt werden.
Eine der drei Vierergruppen wechselt auf und ab jedes Mal die Position. Eine Vierergruppe ist hier passiver Gegner. Zwei Spieler der dritten Vierergruppe bieten sich in der Mitte an als Spieler, die den Ball abprallen lassen, und die zwei anderen tun dies an der Außenseite. In Anbetracht der Lauf- und Ballschnelligkeit wird auch hier so viel wie möglich mit der anderen Vierergruppe die Position gewechselt. In dieser Lektion zeigt die ganze Gruppe, wie die Schusstechnik auch variiert und gezielt mit vier versetzbaren Toren von 6 x 2,20 Meter während des Aufbautrainings perfektioniert werden kann. Auch hier übt jeder ganz bewusst und denkt nicht ans Aufhören. Fummeln und aufs Tor schießen, das ist es, was sie am liebsten tun. Sicher sind auch bei Spitzenspielern durch den Schwerpunkt auf die Abwehrarbeit die Torchancen immer seltener und der erfolgreiche Torschuss immer wichtiger geworden. Deshalb muss der Torschuss vielseitig und optimal geübt werden. Schon während des Basistrainings haben die Kleinen serienweise auf 4 kleine Tore die Schusstechnik geübt. Die 4 Tore müssen in den unterschiedlichsten Formationen aufgestellt werden, damit die Schusstechnik aus den verschiedensten Entfernungen und Positionen bis zur Perfektion hin geübt werden kann. Hier zum Beispiel üben die 4 Dreiergruppen den flachen Spannstoß. Und hier üben sie, trotz der kleinen Tore, den Heber, wie man sieht, mit viel Erfolg. Ganz sicher üben die Jugendlichen ganz bewusst mit Hingabe auf diese Tore, um schon in diesem Alter ihre Pass- und Schusstechnik zu perfektionieren. Deshalb sind 4 von diesen leicht versetzbaren Toren unentbehrlich, um attraktiv, effektiv und abwechslungsreich zu trainieren. Bei dieser Übungsform wird der Steilpass, die Flanke und der abschließende Torschuss geübt. Wie bei allen Übungsformen wird auch hier erst ohne Gegner trainiert. Erst wenn die technische Ausführung fast perfekt ist, wird mit einem nach und nach mehr aktiveren Gegner geübt, sodass sie die Aufgaben aller Übungen zu bewältigen lernen. Wie ideal mit 4 Gruppen von 2, 3 oder 4 Spielern auf diese Tore am laufenden Band attraktiv und vor allem effektiv geübt werden kann, wird auch hier von den Jugendlichen demonstriert. Zweifellos üben sie hier in einer halben Stunde öfter die flachen oder hohen Flanken als während ihres Clubtrainings ohne diese Tore in einigen Wochen. Auch diese jungen Burschen haben diese Übungen nie in ihrem Club geübt. Dass sie trotzdem mit diesen Übungen keine große Mühe haben, liegt an der Tatsache, dass sie durch viel selbstständiges Üben ihr Ballgefühl fast optimal entwickelt haben, und wer viel Ballgefühl hat,
der erwirbt auch eine prima Passtechnik spielend leicht während dieser Übungen. Während der vorletzten Lektion auf diesem Band zeigt die Gruppe in einer kurzen Übersicht, dass alle wettkampfechten Bewegungen auch mit Torschussübungen perfektioniert werden können. Das konstante Üben, bei dem die Spieler bewusst beschäftigt sind, beschleunigt in diesem Falle die Entwicklung. Zwei Spieler der vier Dreiergruppen versuchen hier, einer nach dem anderen, nachdem sie einen Gegner umspielt haben, mit einem Heber ein Tor zu erzielen. In derselben Aufstellung der vier Tore hebt der Passgeber den Ball jedes Mal auf den hinteren Spieler, der den Ball an- und mitnimmt und nach einer Körpertäuschung versucht zu treffen. Zweifellos wollen sie auch hier nichts vom Aufhören wissen. Die Spieler der vier Dreiergruppen gehen einer nach dem anderen an zwei Gegnern vorbei. Nach der Torschussübung nehmen sie die Stelle des Gegners ein. Dass sie durch viel und zielgerichtetes Üben auch schon den Schuss mit dem Vollspann beherrschen, zeigen diese Bilder. Einer nach dem anderen der sechs Spieler geht an drei Gegnern vorbei. Nachdem sie den Ball aufs Tor geschossen haben, wechseln sie die Position mit dem letzten Gegner. Wenn hier in zwei Gruppen von sechs Spielern auf vier Tore geübt wird und zwei oder drei Spieler auf der anderen Seite des Tores die Vorlage und den Torschuss üben, sind auch bei dieser Übung die Bälle immer in Griffnähe, wodurch am laufenden Band geübt werden kann. Jeder technisch kreative Trainer hat auch auf ein Tor viele Möglichkeiten, um die technischen Geschicklichkeiten zusammen mit den Torschussübungen und dem Torwarttraining zu üben. Wenn hierbei das Umspielen mit völligem Widerstand geübt wird, sind diese Übungen auch für Profis geeignet, damit sie ihre offensiven Qualitäten weiterentwickeln. Weil auch in den meisten Spitzenspielen durch Mangel an offensiven Qualitäten die Torarmut immer größer geworden ist. Für den neutralen Zuschauer, für den das Endresultat nicht wichtig ist, sind die meisten Spiele langweilig und uninteressant geworden. Außer im Fußball sind in fast allen anderen Sportarten durch mehr Trainingsstunden und bessere Trainingsmethoden Leistung und Niveau stark gestiegen. Im Fußball hat man hingegen das Athletik- und Konditionstraining vielfach von anderen Sportarten übernommen, sodass diese Qualitäten vor allem in der höchsten Spielklasse kaum noch zu verbessern sind. Weil aber technisch kaum besser trainiert wird als vor 25 Jahren, ist selbstverständlich dadurch ein Manko an technischer Qualität entstanden
und der Fußball weniger attraktiv geworden. Nur wenn man die Angriffstechniken von allen Jugend- und Seniorenspielern fördert und fördert, so wie man die letzten 15 Jahre die taktischen, athletischen, konditionellen und defensiven Qualitäten der Spieler fast optimal gefördert hat, wird der Fußball zweifellos wieder attraktiv und erfolgreich für Spieler, Trainer und Zuschauer. Während der letzten Lektion auf diesem Band zeigt die Gruppe, dass sie durch regelmäßiges und zielgerichtetes Üben auf dem besten Wege ist, sich als attraktive, technische und kreative Truppe zu entwickeln und zu entfalten. Die Spieler im weißen Trikot zeigen bei Ballbesitz in der Länge und die Spieler im roten Trikot in der Breite, wie man einen Gegner mit spontanen, unerwarteten Bewegungen und Tricks überlistet und ins Leere laufen lässt. Ohne Zweifel ist dies das Resultat von regelmäßigen und zielbewussten Übungen und der Förderung, mit vollem Risiko und Selbstvertrauen die Initiative zu ergreifen. Auch hier, bei 2 gegen 2, wobei mit dem Ball zwischen zwei Markierungen gedribbelt werden soll, versucht jeder den Gegner zu überlisten oder ins Leere laufen zu lassen, bevor er den Ball zum Mitspieler gibt. Sich am Ball in allen möglichen 1:1 Situationen zu behaupten und durchzusetzen, das ist das allerwichtigste Trainingsziel während der ganzen Ausbildung und kann nicht oft und vielseitig genug geübt werden, auch nicht bei den Senioren. Jede Dreiergruppe hat an beiden Seiten einen Spieler, mit dem sie, wenn sie den Gegner ausgetrickst hat, die Position wechselt. Hier geschieht dies von dem Spieler im roten Trikot so oft, dass der Gegner mit einem frischen Mitspieler die Position wechselt. Während des ganzen Aufbautrainings wird die 1-gegen-1 Situation in vielen Variationen zahllose Male geübt. Die Tatsache, dass sie wie hier nach einem Alleingang auch den Torwart auf den falschen Fuß setzen können und ein Tor erzielen, erhöht die Begeisterung und das Streben, in dieser allerwichtigsten und attraktivsten individuellen Technik immer besser zu werden. Attraktivere und effektivere Übungsformen sind kaum denkbar. Wenn der Trainer mit 3-4er-Gruppen diese Übung zwischen 4 Toren ausführt und wenn mehr Spieler am Training teilnehmen und an der anderen Seite des unteren und oberen Tores ein Spieler die Linie zwischen 2 Markierungen verteidigt, können 5-4er-Gruppen konstant den Alleingang üben. Natürlich verteidigen auch hier abwechselnd einige Spieler das Tor. Weil die Gegner bei 2 gegen 2 nicht zu dicht neben oder hintereinander verteidigen, haben sie mehr Möglichkeiten, sich technisch und kreativ auszutoben und weiterzuentwickeln. Wer ab 6 Jahre mittels des so spielerisch wie möglich erworbenen Ballgefühls und Ballgeschicklichkeit immer wieder stimuliert und gefördert wird, mit dem Ball zu fummeln, und wer auch während des ganzen Aufbautrainings alle Zeit und Energie effektiv verwendet, um sich immer besser und kreativer am Ball zu behaupten und durchzusetzen, der kann, wie diese Burschen hier nach 4 Jahren, viel üben und spielen, die Gegner serienweise austricksen und überlisten. Hierdurch bekommen sie nicht nur Achtung und Anerkennung von ihren Mitspielern und Freunden. Durch das ständige Ergreifen der Initiative ohne Furcht wächst auch ihre Entschlossenheit, ihr Durchsetzungsvermögen, ihre Selbstsicherheit und ihr Selbstvertrauen, was sich positiv auf die ganze Persönlichkeitsentwicklung auswirkt.